Parole? Nee, das war, war anscheinend doch nicht richtig. Ach so, ich kann hier noch Leute mumifizieren. Dich vielleicht? Nee. Nur gleich große oder kleinere? Gleich große. Oder kleinere. Na gut. Was haben wir denn noch für Kapriolen? Hier sind die doch, die Herausforderungen. Wir sind es auf einmal wieder. Komm, holen wir uns mal einen Tipp. Sein Gesicht ist immer noch ganz wund von einer rauen Begegnung. Wow. Tipps, was? Sein Gesicht ist immer noch... Ja, ach so, ja, das habe ich gesehen. Die meinen das Handtuch. Ja, so weit bin ich ja schon gekommen. Dass keine sauberen Handtücher vorhanden sind, ist kein Grund, ihnen zu klatschen. Das habe ich schon verstanden. Dass irgendwer ein Handtuch haben will. Aber ich weiß nicht, wer. Benutze einen Passagier, um den Kartenassistenten einen... Ach so. Okay. Na gut. Ja, da hätte ich drauf kommen können. Ach, wie ärgerlich. Okay. Na gut. Aber wenigstens... Das hat mich zu sehr gebohrt. Ich musste die Tipps jetzt einfach nehmen. Ich hatte ein Brett vom Kopf. Muss ich ja gestehen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber, naja, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen, ging es dem auch so, der das Spiel hier gespielt hat. Ich finde, ich habe trotzdem Dinge ganz gut gemacht. Batsch, batsch. Nicht schon wieder. Die Karten sind ruiniert. Okay, ja, ist ja gut. Yay, all solutions found. So, dann, was ich auch noch machen wollte, weil wir schon dabei waren, Herausforderung. Wieso habe ich jetzt ein 1 von 3? Ach so, ja, ich bin reingekommen. Aber ich sehe das Ziel halt noch nicht, ne? Besorge den Jungs, bringe Karten hin. Also da brauche ich jetzt schon noch ein bisschen mehr Hilfe. Geschenktem Trojanergaul schaut man nicht ins Maul. Ja, ich muss ja irgendwen reinbringen, aber hey. Also irgendeine Person, die kleiner ist als Trojaner. Keine Ahnung, Mann. Der anderen Seite. Hier sind die Karten sind völlig ruiniert. Karten sind weg, Kinder haben sehr lieben. Er hier. Der kann Musik machen. Den schleuse ich jetzt hier rein. Auf jeden Fall. Komm schon. Guck mal, da stand gerade, besorge den Jungs einen Auftritt 0 von 3. Aber hier habe ich 1 von 3. Ja, die freuen sich auch alle.
Was hat's denn hiermit aus? Mit diesem komischen Schlüssel. Leute, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Stuart knallen. Das fehlt mir auch noch. Ich möchte aber den Stuart nicht knallen. Mir fehlen noch zwei besondere Personen. Okay, komm. Letzter Tipp. Stecke einen Web... der Web-Jungs in eine schicke Figur. Was ist denn ein Web-Junge? Wer sind denn die Web-Jungs? Ja, tut mir leid. Kannst du uns helfen, diesen schicken Clip zu kommen? Ach so. Das kann ich machen. Bobby Web. So, und damit haben wir auch den letzten. Und den packen wir jetzt in eine schicke Figur rein. Zum Beispiel sie hier. Okay. Und dann gehen wir hier rein. So ist das gemeint. Okay, Erstprüfung bestanden. Schöne Fassade. Ach so. Was denn noch? Muss ich die Weapons jetzt hier nochmal reinbringen? Kannst du uns nochmal helfen? Wir wollen irgendwie anders reinkommen. Stadtleute sind echt komisch. Okay. Eieiei, kriegen wir den noch hier rein? Kann ich mir jetzt eigentlich neue Tipps abholen? Ja. Der Charakter eines Mannes misst sich an seinem Hut. Ah, okay. Gehen wir doch mal mit einem der Web-Jungs zu dem Maler-Typi. Vielleicht malt er dem einen feinen Hut. Das wäre jetzt so meine Idee. Aber ich weiß nicht, wo der Maler-Typi ist. Hier war er ja nicht. Nein, über uns, glaube ich. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden es wissen. Wo war der Tipp der... Ich glaube, das klingt vielversprechend. Komm. Umstyling. Also wird dafür schon mal umgestylt. Aha. Sehr gut. Fast vom Fahrrad überfahren worden hier. Ich glaube, ich wäre auch eben auf das Rätsel selber gekommen. Klingt jetzt ein bisschen lame, die Ausrede, aber ich glaube, ich wäre auf das Rätsel selber gekommen. Auf das erste, wenn ich gewusst hätte, dass die Web-Jungs hier neben mir stehen. Es müssen beide angemessen gekleidet sein. Das kannst du nicht. Kannst du. Junge. So, dann muss ich mit dem ja nochmal hinlaufen. Oh. Da heult auch der Adler hier. Eieieiei.
Ich überlege schon die ganze Zeit, was es noch für eine dritte Möglichkeit geben könnte. Legendäres Umstyling. Yo, alle beide. So, damit sollten wir jetzt wohl reinkommen. Der Sicherung ist eigentlich kürzer. So, ich glaube, spätestens jetzt ist auch der letzte seekrank geworden von der Kameraführung, die ich hier mache. So, jawoll. Ja, wo ist denn hier mein Kumpel? Na, komm. Komm, du Eckhart. Ah, geht doch. Ah, zweite Prüfung bestanden. Jawohl, schwarz-weiß gemalt. Nochmal. Oh, Leute. Da komme ich nicht rein. Wie wollte er nochmal hier reinkommen? Die haben gesagt, wir noch eine Feuerprobe. Was? Es hat irgendetwas damit zu tun, Charakter aufzubauen. Feuerprobe. Tja, Feuerprobe. Charakter aufbauen. Also erstmal hier, zack. Warum hat er nicht sowas gesagt wie im Kern ein Kind? Dann hätte ich mich in das Baby reingesetzt. Den komme ich nicht mehr rein. Charakter aufbauen. Vielleicht mit als größte Puppe da rein oder so? Nein, ich bin ja schon der Größte. Komm, wir boxen uns da jetzt rein. Charakter aufbauen. Upsi. Besser gekleidet sein. Vielleicht als Großer sich nochmal anmalen oder so. Das bringt's ja jetzt auch nicht, ne? Wo ist denn mein Kumpel? Folgt mir gar nicht mehr. Charakter aufbauen, Feuerprobe. Hat mir irgendetwas mit Feuer? Ich erinnere mich so gerade nicht daran. Feuer hatten wir nicht. Muss mir auch nochmal einen Tipp abholen. Naja, wir sind auf jeden Fall schon mal besser gekleidet. Ich probiere das jetzt mal, das ist wahrscheinlich totaler Müll. Guck mal hier, wie der Captain Caviar hier rumsteht. Da kann ja auch nichts mehr machen, ne? Kann man die noch irgendwas machen? Charakter aufbauen? Was soll das? Charakter aufbauen? Das ist mir zu kryptisch gerade. Komme ich gerade nicht drauf klar. Psst, ja, jetzt?
Okay. Nee, zweite Prüfung. Ah. Ja, okay. Nee, pass auf. Okay, also. Wir haben alle Leute. Es fehlt noch eine. Wer ist denn der Steward überhaupt? Ich weiß es nicht. Komm. Ja, du musst mit dem Herzen dabei sein. Wie komme ich denn jetzt hier in den rein? Mein Papagei ist hungrig. Ich vielleicht den Feierlaune. Okay, wir müssen Papagei füttern. Womit denn? Mit dem Haferzeugs oder Kaviar vielleicht? Oh, wir brauchen erstmal hier einen größeren Typi. Komm hier. Goldklatsch. Hier, bitteschön. Zack, Mann. Kriegst eine verpasst. Ja, wer hat denn hier noch irgendwas zu essen? Ja, das sind ja nur die Leute aus der Küche. Ich brauche eine. So weit weg da hinten. Ganze Lauffaul. Na komm. Hä? Wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Hier ist die Küche. Geh mal weg hier. Ich habe ein Papagei zu füttern. Kaviar auskippen. So, damit füttern wir jetzt den Papagei. Mit dem geht das nicht. Ja, wo ist denn dann der andere Küchentypi? Da war noch einer. Der mit dem Haferbrei. Ist der nicht auch noch irgendwo? Da, hier ist er doch. So, jetzt bitte. Ich hab keine Lust, noch einen Tipp zu nehmen. Möchte Polly einen Haferkeks? Guter Beutelmethoden, bringen wir euch in den Club. Ah, sehr gut. Das hat geklappt. Ja, cool. Achso, mit ihm hier als. Moment. So. Hey Leute. Ja, lautet die Parole. Okay. Na dann kommt mal mit. Ich sag doch, das ist der coolste. Och, Junge, wo ist der zweite? Da kommt er angewackelt. Chuck ist der coolste. Los, auf hier, Party machen. Okay. Yay. So, und damit hätten wir, glaube ich, wirklich jetzt fast alles. Es fehlt jetzt nur noch den Steward. Ich weiß nicht, was ein Steward ist, ganz ehrlich. Ist jetzt ein bisschen blöd. Was ist ein Steward? Ist das der Steuermann? Ich weiß es nicht. Und wenn ja, was ist der Steuermann? Und wo soll ich ihn knallen? Soll ich meinen verpassen? Es ist mir egal. Wobei, das könnte ich natürlich mal ausprobieren. Hier, den hätte ich gerne. Nein, das hat nichts gebracht. Das hat alles gebracht.
Oh, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Es ist mir egal. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich bin bereit, aber wo ist der Typ, den ich gerade gehauen habe? Und ich habe anscheinend hier andere Klatscher inspiriert. Ich höre es hier links und rechts. Da ist er doch. Nein, falsche Taste. War es im Bahnhof? Ja, auf jeden Fall.